Meine Freunde alle hier, hi, ich bin Metal-Fanhörer seit 4-5 Wochen Deutschrap Band euch und ja, ich hab's ja schon super lange gesagt, ich traue mich an Free Spirit von Shindy ran mittlerweile. Mal gucken, wie das wird, ja, es ist ein Diss-Track und ich weiß ja, da braucht man so die ein oder anderen Vorkenntnisse und mein Konzept ist ja, ne, Metalhead hört zum ersten Mal die Serie, also es geht ja eher so um den Gesamteindruck bei einem Diss-Track, aber sollte man schon so ein bisschen die Zusammenhänge verstehen und ich habe jetzt schon wirklich die ein oder anderen Vorerfahrungen hier gesammelt und hoffe einfach, dass das, ja, dass das jetzt einigermaßen wird. Ich gebe mir wirklich Mühe. Ich hatte gestern schon bei, was war das, OG Kimo gemerkt, okay, so langsam wird's was mit mir. Und ich würde nur sagen, wir hüpfen direkt rein. Habt trotzdem Nachsicht, bitte. Ich gebe wirklich mein Bestes. Leute, bevor wir starten, wisst ihr, dass 80% von euch nicht abonniert haben? Join den A-Squad, join die Party. Habt doch jetzt endlich mal ein bisschen Spaß hier. Oh. Das erinnert mich so ein bisschen an Picasso, die Taube. Vom Stil her. Okay, genug von Botox und G-Klassen. Genug von Mamis, die das ganze Jahr Diät machen lassen. Oh, okay, okay. Genug von Botox und G-Klassen. Ich habe mitbekommen, dass Shindy Botox sein soll. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es stimmt. Aber nimmt er sich damit jetzt selbst so ein bisschen auf die Schippe? Kleiner Disclaimer, auch hier, ne, ich übernehme keine Haftung dafür, wenn der ein oder andere sagt so, yo, Andi, du hast da was verpasst. Wir ziehen uns das zum ersten Mal rein. Ich versuche wirklich hier aufmerksam zu sein. Also Botox und G-Klassen, ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwie Mercedes fährt und safe, kein Benz, und irgendwie Botox ist, was ich so mitbekommen habe. Und jetzt die Frage ist halt, ne, er nimmt sich da selbst so ein bisschen wahrscheinlich nicht aufs Korn, aber sagt so, okay, I know, aber wir können trotzdem hier loslegen. Yeah. Okay, genug von Botox und G-Klassen, genug von Mamis, die das ganze Jahr Diät machen, oh. Lass uns auf die Sachen kommen, es ist wie man ruft im Wald. By the way, das ist das erste Mal wirklich, dass ich Shindy rappen höre und bis jetzt finde ich es voll anders, als ich jetzt erwartet hätte. Er ist irgendwie so smooth im Flow, kann das sein? Also ist er jetzt nicht so hart, so... Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er so voll clean, so smooth, egal, ich weiß nicht. Wir machen weiter. Von Botox und G-Klassen, genug von Mamis, die das ganze Jahr Diät machen. Lass uns auf die Sachen kommen, es ist wie man ruft im Wald. Nico geht zur Schule bald, ich kann es nicht stehen lassen, trifft mich bald. Ja, Nico geht zur Schule bald. Ja, Diät machen, lass uns auf die Sachen kommen. Es ist wie man ruft im Wald. Nico geht zur Schule bald, ich kann es nicht stehen lassen. Keine Ahnung, wenn Nico ist oder so, aber mit dem man ruft im Wald, das gibt ja so das Sprichwort, ne? Wie man Wald reinruft, so kommt es auch wieder raus oder so irgendwas. Also im Prinzip so, was man gibt, bekommt man wieder. Wenn es ein Diss-Track ist, könnte ich mir vorstellen, dass es einfach so eine Reaktion jetzt auf jemanden ist. Und ich habe ja auch schon, ihr habt mir das ja alle schon so ein bisschen gespoilert, dass er so ein bisschen auch auf Kolle reagiert, nicht nur ein bisschen, wahrscheinlich 99% oder 90% im Track auf Kollega. Trifft mich Barzentrale, ich bin geschmückt wie eine Kathedrale. Wann mein Album kommt, ich weiß, ihr wartet alle. Deutschland kommt nicht glauben. Ist es wirklich so, dass jeder auf sein Album wartet? I don't know, keine Ahnung, das kann ich nicht beurteilen. Aber immer wenn jemand sowas sagt, dann denke ich mal, ist es letztendlich so? Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht, ja, weiß nicht. Keine Ahnung, ist irgendwann mal ein Release angekündigt worden und er bringt es einfach nicht. Kathedrale, wann mein Album kommt, ich weiß, ihr wartet alle. Deutschland kommt nicht klar auf meine Attitude. Ich fick hart, schlaf ruhig, esse gut, esse Mut. Ich bin smooth wie Pistaziencreme, fühl mich. Ja, das habe ich auch gedacht mit dem Smooth, ne? Sorry, auch hier habe ich gedacht, smooth, so lässt sich's beschreiben irgendwie. So gar nicht hart vom Rap, was ich eigentlich jetzt gedacht hätte, dass es wird. Aber so eher so komplett laid back so. Ich weiß nicht, ob er immer so ist auf allen Tracks. Ich weiß auch gar nicht, bin ich gespannt, ob mir das gefällt. Ich warte mal ab so. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Und sorry, auch hier nochmal einen kleinen Hinweis. Ich halte so oft an, weil ich es einfach verstehen will und mit euch diskutieren will. Und ich glaube, das macht Sinn, eine Reaction. Gerade in so einem langen Track wie 5 Minuten, weil ich will jetzt nicht 5-mal hin und her und hin und her, sondern in den Zeilen drin bleiben. Esse gut, esse Mut. Ich bin smooth wie Pistaziencreme. Fühl mich gerade wie das Pferd auf dem Ferrari-Emblem. Okay, hier. Pferd auf dem Ferrari-Emblem ist ja ziemlich einfach. Also, ne, spricht jetzt hier so ein Ferrari an. Esse gut, esse Mut. Ich bin smooth wie Pistaziencreme. Fühl mich gerade wie das Pferd auf dem Ferrari-Emblem. Hier in Süddeutschland lacen wir Porsches, racen wir Porsches. Okay. Hier in Süddeutschland lacen wir Forces, Racen, Porsches oder so. Also Süddeutschland, auch hier Represent, Mannheim am Start. Ja. Porsche kommt aus Stuttgart oder sitzt in Stuttgart. Lacen, ich gehe mal aus, eher Forces. Ich habe gerade am Wochenende, wer ist NFL-Fan da draußen? Miami Dolphins. Der Trainer, damit wollte ich sagen, wie hieß er? Mike McDaniels, glaube ich so. Ja, hieß er so. Auf jeden Fall, der mit der Goldbrille kennt ihr wahrscheinlich alle, wenn ihr Football guckt, so.
Und der hatte so Schuhe getragen und das war auch krass, da habe ich gelernt, das ist ein Air Force One in Off-White und der hatte so ein, sieht aus wie so ein roter oder ein orangefarbener Kabelbinder an den Schuhen gehabt. Also das hat mich gerade dran erinnert, deswegen denke ich mal, es geht um die Air Force One und um Porsche in Stuttgart. Hier in Süddeutschland lacen wir Porsches, racen wir Porsches, Frontspoiler niedriger als Jaces, ein Porsches, es ist ganz normal. Frontspoiler niedriger als? Lacen wir Porsches, racen wir Porsches, Frontspoiler niedriger als Jaces, ein Porsches, es ist Chases? Kenn ich nicht. Ist ganz normal, du wirst attackiert, wenn du den Ball hast. Für den ersten Trottel brauche ich nicht mal einen Halbsatz. Okay, der erste Trottel, war das jetzt hier Chases oder war das jemand anders? Nico oder Chases? Keine Ahnung, vielleicht ist es auch der gleiche. Jaces, ein Porsches, es ist ganz normal, du wirst attackiert, wenn du den Ball hast. Für den ersten Trottel brauche ich nicht mal einen Halbsatz. Easy wie Sunday morning. Okay, darf ich mal ganz ehrlich sagen, er kommt hier auf dem Track, auf dem Beat richtig gut. Also auch wenn es so smooth ist und so, hat er eine gute Kadenz hier drauf, so wie ich das mitbekommen habe. Also das trifft wirklich gut den Beat. Kann man jetzt sagen, was man will. Also ich find's gut. Als Jaces, ein Porsches, es ist ganz normal, du wirst attackiert, wenn du den Ball hast. Für den ersten Trottel brauche ich nicht mal einen Halbsatz. Easy wie Sunday morning. Es ist mir Oh. War das nicht dieses Easy wie Sunday Morning? Ich kenne ein Lied, ich weiß nicht, ob das ist dieses Easy like Sunday. Na okay, das war komplett nebendran. Du weißt es, dieses Sunday Morning. Easy like... Egal, vielleicht war es das, vielleicht war es auch nicht. Und ich mache mich gerade ultra zum Affen, aber das ist mir gerade so eingefallen. Trottel brauche ich nicht mal einen Halbsatz. Easy wie Sunday Morning, es ist mir angeboren. Sag dem Hurensohn, Blitzattacke, Thunderstorm. Du bist ein... Okay, ich habe es erkannt, Kollege allein, weil ich habe auf CBA reacted. Und bei CBA, bei dem englischsprachigen Album von Kollega, da haben wirklich super viele in Chat dann reingeschrieben, Blitzattacke, Blitzattacke, Thunderstorm, Flash. Und das ist mir so krass hängen geblieben. Ich denke, was wollen die denn alle? Und dann hieß es eh, Kollega hätte das mal gebracht. So. Und deswegen hat mich das so krass dran erinnert. Also ich denke mal, die Line geht hier direkt an Kollega raus. Geboren, sag dem Hurensohn, Blitzattacke, Thunderstorm. Du bist in deiner Blüte, höchstens bei deinem Blümchensex. Ich bin in meiner Blüte, Bitch, es ist ein Frühlingsfest. Oh, du bist in deiner Blüte, höchstens beim Blümchensex. Blümchen, Verniedlichung von Blume, ne? Er heißt ja Felix Blume, by the way, auf meinem Patreon. Da kommt demnächst auch das Video von Kollege Alpha hoch, bei dem ich zum ersten Mal checke, dass er Felix Blume heißt. Das war schon krass. Egal, ganz nebenbeiläufig, aber das hat mich, die Line hier. Blüte höchstens bei deinem Blümchensex. Ich bin in meiner Blüte, Bitch, es ist ein Frühlingsfest. Wenn ich Bucherer, dann Wempe oder Rüschenbeck. Oh, Wempe haben wir bei uns auch in Mannheim. Bucherer kenne ich aus Basel-Stadt. Bucherer, ziemlich teures Geschäft, oder beziehungsweise Geschäft, ein Juweliergeschäft mit ziemlich teuren Sachen. Wempe ist bei uns in Mannheim in Quadraten, auch immer schön mit dem Türstern da vorne dran. Das dritte kenne ich jetzt nicht. Frühlingsfest, wenn ich Bucherer, dann Wempe oder Rüschenbeck. Gott weiß, ich spoil den fetten Arsch an meinem Bügelbrett. Viertel Mio an meinem Handgelenk an Bergtagen. Weißt du, was es heißt, Bro? Wir werden uns nie Flair tragen. Felix. Flair? 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 Lenk an Bergtagen, weißt du, was es heißt, Bro? Wir werden uns nie Flair tragen. Flair tragen, das ist ein lustiges Wortspiel. Flair tragen. Niemals Flair tragen. Gab es da mal ein Diss irgendwie gegen ihn oder eher gegen, ich wollte gerade sagen, hat Flair mal Shindy gedisst oder andersrum, muss ja, oder? Oder ist es was anderes? Ich keine Ahnung, aber bei Flair tragen, also Werktagen, Flair tragen, so offensichtlich verstehe ich jetzt nicht so. Also die Uhren Werk tragen, oder? Wie war denn das? An meinem Handgelenk an Bergtagen. Weißt du, was es heißt, Bro? Wir werden uns nie Flair tragen. Felix Blume denkt, er wäre sein. Okay. Keine Ahnung. Shindy flex die ganze Zeit mit seinem teuren Schmuck von Wempe und Bucherer und so und dann niemals Flair tragen. Ja, wüsste ich jetzt nicht die Hintergründe, aber vielleicht, bestimmt, wahrscheinlich, ne? Sonst würde das jetzt nicht sagen. Bro, wir werden uns nie Flair tragen. Felix Blume denkt, er wäre in seiner Blütezeit. Wen willst du bedrohen in deinem Outfit vom Kostümverleih? Lustig. Sagt das auch noch Felix Blume in seiner Blütezeit. Felix Blume denkt, er wäre in seiner Blütezeit. Wen willst du bedrohen in deinem Outfit vom Kostümverleih? Du Kanada-Deutscher saß neben Scott Storch aus wie Ballermann-Säufer. Ich bin drippy wie Jo. Wer ist Gott? Blütezeit. Wen willst du bedrohen in deinem Outfit vom Kostümverleih? Du Kanada-Deutscher saß neben Scott Storch aus wie Ballermann-Säufer. Also den Scott, den er hier anspricht, kenne ich nicht, aber gut. Ich bin drippy wie Johannes der Täufer. Auch hier, ich habe einiges gelernt, was das Jargon angeht mit dem Drip und so drippy wie Johannes der Täufer, ne? Johannes der Täufer, Weihwasser, beziehungsweise Wasser, drippy, drip, drip like water fällt mir dazu ein von Jay Tiggy, das hatte ich letztens auch als Reaction gepostet, der Song war geil. Nein, aber Drip und so, ne, so der Style und so dieses
aus wie Ballermann-Säufer. Ich bin drippy wie Johannes. Ah, okay, jetzt verstehe ich es auch. Ballermann-Säufer, ich bin drippy wie Johannes der Täufer. Auch hier macht Sinn. Von der Reimkette her finde ich es gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Bars sind schon gut. Auf jeden Fall. Also technisch gefällt mir das sehr gut. Ich finde dem seinen Style. Ich höre jetzt zum ersten Mal Shindy, muss ich auch ehrlich gesagt gestehen, finde ich richtig gut. Also ich traue mich jetzt schon fast kaum zu sagen, aber ich weiß noch, auf JBG3 wurde Shindy auch das ein oder andere Mal gedisst, um es mal so zu sagen. Nicht nur da, Asphalt Massaker 4 habe ich auch noch die ein oder anderen Referenzen zu. Ah, der wurde schon ordentlich rangenommen und jetzt finde ich das eigentlich ganz gut. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das hundertprozentig so bis jetzt mein Fall wäre, wenn ich mir das so anhören würde, würde ich vielleicht sagen, ah, ich weiß nicht, ich brauche da schon so ein bisschen mehr Power hinten dran, aber bis jetzt finde ich es eigentlich ganz smooth. Gott Deutsch aus wie Ballermann-Säufer, ich bin drippy wie Johannes der Täufer, als käme ich gerade aus dem Weihwasser, 20 Jahre. Er hat so eine krasse Tonalität, ne? Täufer, irgendwie so dieses so, wie soll ich sagen, nicht flüstern, nicht stöhnen oder so, dieses, wisst ihr, was ich meine? Von der Tonalität her einfach bei manchen Silben, so dieses. Drippy wie Johannes der Täufer, als käme ich gerade aus dem Weihwasser. 20 Jahre Rap und ich hab nicht mal ein Kratzer. Du kannst mich finden auf dem Rooftop von Mandarin. Ich hab Eier so als Kind. Mandarin? Rooftop von Mandarin ist, glaube ich, ein Hotel. Du kannst mich finden auf dem Rooftop von Mandarin. Ich hab Eier. Mandarin oder Mandolin? Shit, wie war denn das? Mandarin? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ein Hotel, ne? Mandarin? Ich weiß es nicht, sorry Leute, das ist immer mit diesem, ich weiß es nicht, aber es kommt mir bekannt vor. So als käme ich von deinem Mentoring. Ach, du kommst nicht an Patex, nicht an Birkenbags, buch dich funny. Oh, Birkenbags. Ich hab Eier, so als käme ich von deinem Mentoring. Ach, du kommst nicht an Patex, nicht an Birkenbags, buch dich funny Promo-Clown für Pablo sein Birthday Bash. Okay, Patek Philippe, glaube ich, ne? Und Birkenback von Hermes. Ich weiß das, weil ich möchte nicht sagen, ich habe die eine oder andere Freundin gehabt, die hatte sich mal für Taschen interessiert, aber Birkenback von Jane Birkin, das weiß ich noch, es war eine Schauspielerin und die ist ziemlich arschteuer mit einer Warteliste. Ich glaube, an die kommst du gar nicht ran. Und ich wusste das noch von damals, die ist von Hermes. Aber ich glaube, es gibt noch eine von MS, die teurer ist. Das ist so eine, die glänzt total, die ist komplett flashy und du guckst sie an und denkst so, oh, was ist denn das? Also die ist, glaube ich, noch ein bisschen teurer, aber gut. Eier so als käme ich von deinem Mentoring. Ach, du kommst nicht an Patex, nicht an Birkenbags. Buch dich funny Promo-Clown für Pablo sein Birthday Bash. Guck auf Pablo mit dem Birthday Bash, verstehe ich nicht? Mein Schmuck wie er glitzert. Du hast in München wie eine Pussy gezittert. Ain't shit changed. Okay, was war in München? Keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwie ein Event und so und wahrscheinlich, keine Ahnung, die sind aufeinander getroffen oder was weiß ich und er beschreibt es so. Also es geht wahrscheinlich immer noch hier um Kollega. Wie er glitzert, du hast in München wie eine Pussy gezittert. Ain't shit changed, ich geb dir Nicknames wie der Asylant, der damals deine Mutter gefickt hat. Okay, das ist eine krasse Line, ey. Ich weiß nicht, ob man die so bringen kann, ne? Aber ich habe erfahren, dass Kollega irgendwie seinen Künstlernamen von, ich weiß nicht, ob sein Stiefvater war oder so, irgendjemand hat es mir erzählt in den Comments oder so, ich weiß es nicht, dass der seinen Künstlernamen von seinem Stiefvater, war das glaube ich, hatte oder so, oder Freund von der Mutter oder sowas, irgendwie Kollege, ich weiß es nicht, aber das denke ich mal, wird darauf angespielt und wenn, ja, das ist ziemlich hart, ey. Auf der anderen Seite ziemlich hart, ich erinnere mich an Asphalt Massaker 4, was hat ein Fahrrad geballert für eine Line? Ganz zum Schluss, ich kann mich daran noch erinnern, über Shindy, wo wir alle gesagt haben, Entschuldigung, ich will nicht wie Takt 32 hier jetzt anfangen, Divo, Spaß beiseite, aber bei der Line, oder die Line, bei der wir alle gesagt haben, oh, die ist gottlos. Gib dir Nicknames, wie der Asylant, der damals deine Mutter gefickt hat. Free Shindy, Free Spirit. Ich fick deine Mutter. Warum Free Shindy? Saß der mal ein oder so? Ist das so irgendwie eine Referenz? War der irgendwie mal im Knast? Free Shindy, Free Spirit. Ich fick deine Mutter, call it, deal with it. Deine Mama ist eine Ausländernutte und ihr Sohn sieht aus wie die Versace-Schaufensterpuppe. Sorry, also es geht wirklich nur, ne, rein um die Musik, rein um die Bars. Ich will mich da eigentlich komplett raushalten immer so oft aus diesem kompletten Beef und so und nie Partei ergreifen. Man kann ja schon objektiv sagen, dass die Line oder die Bars, die zwei, drei hier so schon böse sind. Richtig böse. Und aber trotzdem hitten. Pussy gezittert, ain't shit changed. Ich geb dir Nicknames wie der Asylant, der damals deine Mutter gefickt hat.
Free Shindy, Free Spirit. Wow. Ich fick deine Mutter, Kolle, deal with it. Deine Mama ist ne Ausländernutte und ihr Sohn sieht aus wie die Versace-Schaufensterpuppe. Ist das auch sowas, dass er deal with it sagt, in Referenz auf hier das englische Zeug, was er gemacht hat? Ja, Boss, ich mach mich gerade wie dein Liedstrich. Oh. Jeden Tag am Schaufensterpuppe. Ja, Boss, ich mach mich gerade wie dein Liedstrich. Jeden Tag am Hasseln wie Semine mit den Feedpicks. Semine, keine Ahnung. I don't know, Feedpicks. Ich kenne mich da, damit kenne ich gar nicht aus. Leute, kommen gar nicht auf Gedanken, Andi kennt sich damit überhaupt nicht aus. Was ist das? Go baby girl, hol das OnlyFans money. Chant Andi, strip für mich, dance for me. Du denkst, du bist Neo in der Matrix. Ich kenn das Video, wo Paul dir deinen Arm bricht. Wer ist Paul? Jetzt sag bitte nicht Paul Würdig, ne? Das wäre Sido, das wäre ein bisschen komisch. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, wer Paul ist. Wer ist denn Paul? Und hat er dem seinen Arm gebrochen? Echt? Ist ein Fighter oder so? Wer könnte denn Paul sein? Keine Ahnung. Den einzigen, den ich in der Rap-Szene kenne, ist Paul. Also Sido, aber. Oder? Ah, Private Paul kenne ich noch. Das bezweifle ich auch. obwohl, ich habe ja eine RBA-Runde. Private Paul, was ist ein Kollege? Aber das kann nicht sein, oder? Nee, Entschuldigung, egal. Mein Hirn spielt verrückt. Honey, strip für mich, dance for me. Du denkst, du bist Neo in der Matrix. Ich kenn das Video, wo Paul dir deinen Arm bricht. Du hattest Tränen in deinen wässrigen Augen. Komm, ich fick dich in meinen Jordans aus dem letzten Jahr. Ja, muss ich aber ganz ehrlich sagen, ne? Auch hier zur Verteidigung. Also ich glaube, kommt drauf an, was für ein Bruch das ist. Aber ich glaube, da wird jeder dann irgendwie Tränen in die Augen bekommen. In deinen wässrigen Augen, komm, ich fick dich in meinen Jordans aus dem letzten Jahrtausend. Gegen deine Zahlen sehen meine Zahlen aus wie Latin Pop. Ich geb diesem fetten Schwein Frederik einen echten Job. Auch hier, Frederik, ich hab's gelernt, der Butler von, also gehe ich mal davon aus, wenn der Frederik sagt, gib dir einen Job, der Butler von Kolle, so, den habe ich auch schon in der Rotlichtsonate, also in dem Musikvideo kennengelernt. Zahlen aus wie Latin Pop, ich geb diesem fetten Schwein Frederik einen echten Job. Ich sitz. Und wie ist es, also, ich geb dem. Also zwei Sachen so. Man kann sich halt drüber streiten, ob man einer fiktiven Figur, also einer Kunstfigur, irgendwie eine Zeile oder eine Bar in einem Diss-Track widmen möchte. Ich meine, hier in dem Zusammenhang macht es irgendwie, also finde ich es ganz lustig, wenn er sagt, einen echten Job so. Also ich gehe mal davon aus, dass es der ist, sonst würde es keinen Sinn machen. Hinten rechts in Maybach-Bands, deine Ghostwriter, alles meine Die-Hard-Bands. Hat der Ghostwriter, Kollege? Echten Job, ich sitz hinten rechts in Maybach-Bands. Deine Ghostwriter, alles meine Die-Hard-Bands. Du hast 10 Ghostwriter, ich brauch keinen, der mir. Ich weiß nicht, ob so ist, ne, aber es könnte auch erfunden sein. So als Übertreibung, maßlose Übertreibung. Deine Ghostwriter, alles meine Die-Hard-Bands. Du hast 10 Ghostwriter, ich brauch keinen, der mir hilft. Ich bin smooth wie die frisch gewachsenen Beine einer Milf. Ich bin Gold, so wie Jigger, bis ich fade to black. Du hängst wie ne kleine Bitch auf deiner Facetune-App. Drehst. Oh, ich dachte eben. Ah, damn. To Black. Ich dachte eben so an eine Metallica-Reference, aber wahrscheinlich nicht, oder? Alles meine Die-Hard-Fans, du hast 10 Ghostwriter, ich brauch keinen, der mir hilft. Ich bin smooth wie die frisch gewachsenen Beine einer Milf. Ich bin Gold, so wie Jigger, bis ich fade to black. Du hängst wie ne kleine Bitch auf deiner Facetune-App. Drehst an deinen Bildern, bis du findest, dass du cute bist. Ich lass die Fans hängen, als wär's. Ganz ehrlich, sorry, aber es ist schwierig. Ah, ich bin ganz offen, wenn wir jetzt schon das Ganze hier so mal ein bisschen reingehen, wenn er sagt am Anfang, ne, genug von Botox und G-Klassen und jetzt sagt ja Facetune-App, also ist es schwierig, ne, wenn jemand so Real-Life-Facetuning betreibt, dann so eine Line reinzubringen. Dein Bild, dann bist du findest, dass du cute bist. Ich lass die Pants hängen, als wär es eine Folge Clueless. Psalm 23 und ich hab keine Angst. Ihr hängt seit mittlerweile 6 Jahren an meinem Schwanz. Wär es eine Folge Clueless. Psalm 23 und ich hab keine Angst. Ihr hängt seit mittlerweile 6 Jahren. Psalm 23, wenn es aus der Bibel ist, dann bestimmt hat jemand von euch From Dusk Till Dawn geguckt. Die Szene, in der sie unten in den Katakomben in der Höhle sind, also im Keller von der Bar, von dem Twister. Und da liest er das doch auch dann vor, beziehungsweise ist doch hier mit diesen Waffen, wenn sie sich bewaffnen, ne? Und dann liest er doch so vor, das ist doch in diesem finsteren Tal, obwohl ich auch im finsteren Tal, egal. An meinem Schwanz, bisschen wie die Bitches mit den VIP-Bändchen. Ihr seid Internet, Insta-Haus, ihr liebt die Attention. Guck auf deine Zahlen, ich brauch deinen Support nicht. Oh, wer hätt's gedacht, ich nehme es unsportlich. Mein Weed hittet nicht so hart wie deine Midlife-Crisis. Guck dich an, du bist sonst um mit. Ich meine, in welchem Alter ist Kollege jetzt? Dürfte doch auch schon irgendwie Mitte 30 sein oder so, ne? Na gut. Mein Weed hittet nicht so hart wie deine Midlife-Crisis. Guck dich an, du bist sonst um Hitler-Type-Shit. Ja, ich schreib die Scheiße selber. What? Hat er das gesagt, was ich jetzt verstanden hab? Guck dich an, du bist sonst um Hitler-Type-Shit.
unsportlich. Mein Weed hittet nicht so hart wie deine Midlife-Crisis. Guck dich an, du bist sonst um Hitler-Type-Shit. Ja, ich schreib die Scheiße selber. Wie kommt er denn darauf, dass... Also sind wir immer noch bei Kollega? Ich weiß. So, okay, ich habe vorhin gesagt 99%, fast den ganzen Song oder der Diss-Track gegen Kollega. Keine Ahnung, warum. Also hat er da was gesagt? Ich meine, ihr habt ja schon, ich meine, die ein oder anderen sind ja so der Meinung, ne, mit hier die eine Theorie von Felix Blume und so und alle. Ach so, warte mal. Nee, ich dachte eben wegen Armageddon, wegen dem Track. Hat er denn nicht irgendwas gesagt von wegen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ansonsten könnte es vielleicht so ein bisschen die Frisur sein, ne? Also hätte er keinen Bart, wäre es ein bisschen grenzwertig, weil manchmal ist so, das was ich gesehen habe, so dieser Seitenscheitel, aber ich weiß nicht, ich dachte eher, es wäre eine Line. Ich setz die Bitch on fire wie Bushidos Villa. Du stehst bei Lidl an der Kasse, du Normalverbraucher. Bushido? Okay, warte mal. Hey, hier sind so viele Referenzen drin, deswegen tut mir leid für das lange Anhalten und für die lange Reaction jetzt, aber ich will es mal lernen, ja. Scheiße selber so wie Friedrich Schiller. Ja, ich setz die Bitch on fire wie Bushidos Villa. Du stehst bei Lidl an der Kasse, du Normalverbraucher. Angezogen wie der Staff vom Hage Baumarkt. Frederik, du fetter Bastard, mach den Wagen sauber. Jeder weiß, ich bin ein Superstar wie Adenauer. Ich gefährde grad diverse Businesses. Kollege wäre gerne so narzisstisch wie ich, du Fantasy-Player. Ich setz Trends, du rennst hinterher. Stehst auf wackeligen Beinen wie die Rente von Flair. Farid fragt seine Mama nach einem Vaterschaft. Oh, okay, hier kommt Farid. Also, wenn ein Kollege, Farid. Gerne so narzisstisch wie ich, du Fantasy-Player. Ich setz Trends, du rennst hinterher. Stehst auf wackeligen Beinen wie die Rente von Flair. Farid fragt seine Mama nach einem Vaterschaftstest. To be fair, ey, jede Rente ist wackelig, nicht nur die von Flair. Wackeligen Beinen wie die Rente von Flair. Farid fragt seine Mama nach einem Vaterschaftstest. Denn er kam auf die Welt und sein Vater war weg. Offensichtlich habt ihr alle ein Vaterkomplex. Es ist easy, ich bin einfach euer Vater ab jetzt. Boah, ist halt schwierig, ne? Auch sowas so. Ah, ich weiß nicht, da können wir uns drüber streiten, ne? So, du kamst auf die Welt und dein Vater war weg, so, ey. Ne? Also, ich meine, kann er ja nichts dafür, so. Ich will jetzt auch, wie gesagt, gar keine Stellung beziehen. Ich denke nur logisch drüber nach. Ich weiß nicht, ob es so klug ist, solche Lines in Tracks reinzupacken, weil im Endeffekt so, was hat er draus gemacht, wäre eher die Frage, weißt du? Trotz dessen. Offensichtlich. Despite of. Ich hab dir alle ein Vaterkomplex. Es ist easy, ich bin einfach euer Vater ab jetzt. Geh für Papi eine Rose pflücken. Oh mein Gott, ich bin noch frecher ohne Rücken. Bling, bling, mach die Diamanten. Auch hier, hat er den Rücken? Also hat er denn irgendwie... Oder ist er nicht mehr mit Leuten unterwegs? War er das früher vielleicht? Und jetzt sagt er, ich bin noch frecher und... Ich bin noch frecher ohne Rücken. Bling, bling, mach die Diamantenkette. Jesus Peace ist größer als Kollegas Angriffsfläche. Jesus Peace, kenne ich noch von MDNA, ne? Von dem Bonustrack von Genetik, hat mir richtig gut gefallen. Ich kann mich noch daran erinnern, ne? Hier die Beine um den Hals wie ein Jesus Peace oder so, das war geil. Weißt du nicht, ich squash kein Beef, du wirst mein Schwanz lutschen, ehe du mir Ohrfeigen gibst. Danach suchst du mir noch einen Reim auf Violoncello. Ich werd 35 Jahre und hab Beef wie Barello. Du Hurensohn, schenk mir eine Orchidee. Ja, ich werd so mit dir reden, wenn ich vor dir stehe. Wenn ich 1,50 wär, würde ich auf Köpfe pissen. Ja, Sony wird das alles so veröffentlichen. Wie ist es, ein Star zu sein? Es macht mich launisch. Piss auf jeden Hurensohn, der nicht mit mir im Raum ist. Wow, krass. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Track ist gut. Also jetzt, wir nähern uns am Ende. Ich sage auch gleich noch was dazu. Aber den Track finde ich wirklich gut. Es ist so lustig, dass hier so eine Friedenstaube ist. Wie gesagt, die erinnert mich komplett an Picasso vom Stil her. Aber so eine Taube, weißt du, abgebildet wird und dann Free Spirit das Ganze heißt und dann einfach nur gedisst wird auf dem Track, ey. Ja, sehr dualistisch. Rello, du Hurensohn, schenk mir eine Orchidee. Ja, ich werd so mit dir reden, wenn ich vor dir stehe. Wenn ich 1,50 wär, würde ich auf Köpfe pissen. Ja, Sony wird das alles so veröffentlichen. Wie 1,50 wär, würde ich auf Köpfe pissen. Ich verstehe die Line nicht, weil ich denke, also wenn ich 1,50 wäre, was macht denn Sinn? Der macht sich ja jetzt kleiner, oder? Ich gehe nicht mal davon aus, dass er unter 1,50 ist. Deswegen, wenn er... Habe ich das... Ich werde so mit dir reden, wenn ich vor dir stehe. Wenn ich 1,50 wäre, würde ich auf Köpfe pissen. Ah. Ja, Sony wird... Okay, jetzt verstehe ich. Also er macht sich zwar kleiner, aber er sagt damit irgendwie, weil Kollege oder whatever, Farid oder wenn er da gerade gemeint hat, noch kleiner ist. Echt jetzt? Wer ist denn noch... Oh, hat er da auch noch einen anderen hier genannt? Weil ich bin ganz ehrlich, ich finde nicht, dass Farid und Kollege klein sind.
ich weiß nicht, Flair ist glaube ich auch nicht klein, oder? Wenn er da noch genannt, dieser Nico oder wäre dieser Jay, keine Ahnung, Jesus, keine Ahnung. Semine hat es noch genannt, wenn er noch genannt. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist da noch jemand dabei, der klein ist. Ich meine, das, was ich jetzt so im Kopf habe, möchte ich jetzt nicht sagen, weil ich glaube dann, ich habe gelernt, wer noch ein bisschen kleiner ist, so im Rap-Game. Alles so ver- aber meint er den? Öffentlichen, wie es ist, ein Star zu sein, es macht mich launisch. Piss auf jeden Hurensohn, der nicht mit mir im Raum ist. Ich pfleg Streit seit NWA und bin am Champagne pappen wie die Mama von Kay. Kay. Ist Kay? Kay kenne ich nicht. Aber NWA. Ich weiß noch, damals habe ich der NWA gehört. War mega geil. Eazy-E, oh, das war echt cool. NWA waren coole Zeiten. Ich gehe mal davon aus, dass er hier NWA meint, oder? Also, with attitude. Ich weiß nicht, kann auch was anderes sein, so. Aber Kay, weiß nicht, wer das ist. Verpissen. Ja, Sony wird das alles so veröffentlichen. Wie es ist, ein Star zu sein, es macht mich launisch. Piss auf jeden Hurensohn, der nicht mit mir im Raum ist. Ich pfleg Streit seit NWA und bin am Champagne pappen wie die Mama von Kay. Guck mich an, ich geb fix Piss auf Stammbäume. Sogar Champagne pappen, okay, die Mom, also letztendlich auch hier wieder Diss gegen die Mutter. Wen sie alles nicht schon. Aber Kay kenne ich nicht, sorry. Farid feiert, wie ich niemals antäusche. Ihr habt krüppeliges Erbgut, was für Alpha-Gene. Schick euch Ugly Mom. Alpha-Gene, Album von Kollega. Ihr habt krüppeliges Erbgut, was für Alpha-Gene. Schick euch Ugly Motherfuckers in die Altenpflege. Dein nächstes Album floppt wegen mir. Komm, ich geb euch endlich einen Grund für JBG4. Ist ein hart Summer, hängen die Ketten aus dem Shirt. Ich alleine gegen alle, ist das Letzte, was noch turnt. Wait, what? Warte mal, kam Free Spirit vor Freitag der 13. raus? Oh. Wenn Free Spirit vor Freitag der 13. rauskam, oh, warte mal, ich trau mich, ja? Vor 5 Monaten, ayo, safe, ey. Safe. Das heißt also, Free Spirit, die Line, mit dem ich gebe euch einen Grund für JBG4, kam vor Freitag der 13. raus. Und Freitag der 13. erinnert euch, falls ihr es nicht geschaut habt, checkt das da oben nochmal ab. Das war mein erster Reaction-Track auf einen Deutsch-Rap-Track, also erste Reaction auf einen Deutsch-Rap-Song. Und dann kam ja ganz zum Schluss, dass ich, by the way, erst beim Editieren gecheckt habe, so diese Pause von Kollega, irgendwas hier oder so, und ich gibt dir einen Grund für Düt und dann lässt er so frei. Und das gleiche gab es auch nochmal bei Alpha Asphalt Massaker auf Godfather in einem Video von Farid. Oh, das wäre ja krass, ey. Guck mal hier. Ich wollte gerade sagen, die letzten Bars, die sind schon richtig nice, also die haben nochmal gehittet. Aber hier die Reference zu JBG4 oder ich gebe euch einen Grund für JBG4. Oh, Alter, das war aber eine Vorlage, ne? Ist es gescriptet hier, der Beef? Mal ganz ehrlich, weil das passt so gut zusammen. Das passt so gut zusammen. Ich meine, das hat er hier vor 5 Monaten released. Und dann kommt Freitag der 13. Ich glaube, ah Mann, ey, hätte ich Free Spirit vorher gekannt und hätte diese Bar hier gecheckt oder beziehungsweise hätte es noch im Kopf gehabt, wäre, glaube ich, meine Reaction zu Freitag der 13. komplett, also noch krasser eskaliert so. Ich hab mich da nur so gefreut, weil ich Kollega noch kannte von früher, aber das ist ja schon. Piss auf Stammbäume, sogar Farid feiert, wie ich niemals antäusche. Ihr habt krüppeliges Erbgut, was für Alpha-Gene. Schick euch Ugly Motherfuckers in die Altenpflege. Dein nächstes Album floppt wegen mir. Komm, wow. Ich geb euch endlich einen Grund für JBG4. Oh. Ist ein hart Summer, hängen die Ketten aus dem Shirt. Ich alleine gegen alle, ist das Letzte, was noch turnt. Ja, also Free Spirit von Shindy, ich muss mal ganz ehrlich sagen, in meiner Blüte out now. Ja, also hier oben sieht man aus so eine Box in meiner Blüte. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, also der Track von Shindy fand ich jetzt echt gut, ne? Also ich fand es jetzt kein schlechter Track. Ich fand die ein oder anderen Lines ein bisschen vielleicht grenzwertig, weil ich nicht wusste, okay, kann man darüber jetzt irgendwie, sollte man darüber Witze machen oder so, ne? Weil je nachdem, ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall ein cooler Track, muss ich sagen. So, mein Autofokus ist gerade weg, sorry dafür. Es war auf jeden Fall ein richtig geiler Track. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich bin gespannt, was ihr sagt in den Comments, weil, wie gesagt, ich habe versucht, das zum ersten Mal so ein bisschen mal zu checken, über was hier gerappt wird und welche Anspielungen drin waren. Keine Ahnung, wir probieren das einfach mal aus. Ich bin jetzt einfach seit 4-5 Wochen schon so in diesem Deutschrap-Game und ich dachte einfach mal, vielleicht probierst du das.
aber keine Ahnung, wahrscheinlich, ich habe auch die Hälfte verpasst, so ist es nicht, nur um das mal ganz so ein bisschen einzunorden und zu verstehen, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe auch dir da draußen genauso. Wir sehen uns im nächsten Video, meine Freunde, wenn es wieder heißt Metalhead hört zum ersten Mal. Bis dann, meine Freunde, euer Andi.